Hallöchen, willkommen, liebe Leute. Monster Hunter Rise, mal wieder seit langem mal wieder spielen. Allerdings mit Sunbreak. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Ich habe auch vor kurzem gestreamt. Hat keiner gesehen. Aber das Footage werde ich trotzdem benutzen für ein Ankündigungsvideo, was wir vorhaben, bei unserem Kanal zu machen. Werde ich aber wahrscheinlich nach meinem Urlaub erschneiden. Wir zocken ein bisschen Sunbreak heute. Ich habe vor, ein paar Quests zu machen mit den NPCs zusammen. Ich habe vor, den nächsten Meisterränge zu erreichen. Ich bin gerade im Moment Meisterrang 2. Und muss noch da ein paar Quests machen. Muss hier wiederum noch in dem Low-Level-Bereich, also in dem Meisterrang 1, noch ein paar machen. Aber ich glaube, die lasse ich sogar tatsächlich weg und gehe gleich zum Zweier. Weil da kommen jetzt die ersten fieseren Viecher an der Stelle. Somnakant und Ketsu und so. Das ist schon ein bisschen interessanter. Doppelblut Orange bis Satan, weiß ich noch nicht, ob ich das mache jetzt sofort. Und übrigens, Barry, viel Spaß bei Cuphead beim DLC. Der hat schon erzählt, dass es verdammt schwer ist, das Ding. Ich glaube, ich mache zuerst Ketsu. Ich glaube, ich mache zuerst den Ketsu Boy. Weil ich an der Stelle jetzt eigentlich mal vorhabe, mal verschiedene Rüstungen mal zu sammeln. Somnakant hat eigentlich keine gute Rüstung gehabt bis jetzt für mich. Also Bogenschütze. Okay, Feuer. Ich habe mir bereits eine Lagombi-Rüstung vom Meisterrang gebastelt, mit halt entsprechend viel Konzentration, mit entsprechend Schwächevorteil und allem. Läuft eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Die Rüstung ist deutlich besser auf jeden Fall als der High Rank, von den Verteidigungspunkten her auf jeden Fall. Ich finde, die Effekte lassen sich auch durchaus sehen. Ich bin jetzt innerhalb von kürzester Zeit eigentlich, ja, sag mal, direkt aufgebessert worden. Und ja. Jetzt fange ich an, noch die ganzen Rüstungen zu sammeln. Ich versuche an der Stelle nach und nach mal die ganzen Quests freizuschalten und alles. Und ja, schauen wir einfach mal immer wieder mal, was es denn so zu erledigen gibt. Und ja, wie gesagt, vor kurzem haben wir schon mal gestreamt. Und on the Rise. Und hat ein bisschen anderes Aussehen. Ich sah ein bisschen anders aus. Ich habe was an meinen Haaren gemacht, jetzt in der Zwischenzeit. Und ja. Spielen wir mal wieder ein bisschen Monster Hunter Rise. Ich möchte das eigentlich öfter spielen, aber na, ab und zu hast du dann doch mal nicht so viel Zeit. Ab und zu möchte ich auch einfach mal mit den Leuten aus meiner Final Fantasy Gilde ein bisschen raiden. Und dann, ja, machst du halt mal zwischendurch kleine Pausen. Also, dann trifft man sich halt leider immer abends. Und Samstag, Sonntag ist bei mir gerade immer so ein bisschen reserviert zum Final Fantasy 14 Story-Modus spielen, beziehungsweise Story-Quests spielen, damit ich mal auch neue Dungeons freischalte, weil leider ist es doch so, dass es bei Final Fantasy 14 so ist, dass man die Story spielen muss, um an der Stelle die ganzen Dungeons zu kriegen. Wo ist eigentlich mein Ziel, mein Ketsu? Ach, sind da wieder da hinten, okay. Und bei der 12. Und ja, prinzipiell jetzt mal eine entspannte Zeit haben. Ich habe den Jungs und Mädels schon gesagt, ja, wenn ihr machen wollt, eure Dailies und alles, wenn ihr schon raiden wollt, dann macht das ruhig. Ich werde jetzt mal ein bisschen, na, mich ein bisschen ablenken, mal ein bisschen was in Abwechslung machen vor allen Dingen. Ich freue mich auf Sunbreak und ich habe voll Bock auf Sunbreak zu zocken. Aber ja, ab und zu, ne, man ist halt der Einzigste oder der Haupthealer auf jeden Fall von der Gilde. Und das spürt man dann leider, wenn es um Themen wie Raids geht und sowas. Dass man fast nichts mehr zu was anderem kommt. Aber ja. Das Schöne ist, ich bin eh demnächst im Urlaub. Müssen Sie in der Zwischenzeit mit meinem Lehrling klarkommen? Ich habe einen Lehrling, glaube ich, vorhin, wenn ich sie in der Gruppe. Naja, mehr oder weniger. Sie spielt einen Weißmagier, was ich jetzt mittlerweile auf Level 90 habe. Erst seit kurzem, ich glaube, so auch erst seit gestern. Und von dem her, ja. Oh, neue Attacken. Ja. Die kommt eigentlich schon ziemlich gut alleine zurecht, aber ja. Ab und zu mal gibt man ein bisschen Tipps. Wenn man die ganzen Skills managt, vor allen Dingen an der Stelle. Das sind echt viele, die man bis Level 90 kriegt. Ich habe, glaube ich, allein zum Heilen von einer einzelnen Person habe ich, glaube ich, an die 12 Skills. Für Gruppenheals habe ich 6, 7 Skills. Für den Gruppenangriff habe ich 2. Dann an die 7 Talente, die alle einen eigenen Cooldown haben, dann an der Stelle. Also ja, ein bisschen viel Bewegung an der Stelle, was man da viel zu merken als Heiler vor allem. Oh ja, jetzt spiele ich einen anderen Heiler. Mach einen unterstützenden Heiler, der eigentlich nur Barrieren macht an der Stelle. Und derjenige, der den Weißmagier spielt, der darf dann richtig heilen. Ja.
Und sie darf dann performen jetzt in der Zeit, wo ich immer noch bin. Bei Ketsu gibt es halt keine Musik, nicht wundern. Bei Ketsu gibt es auch keine Musik, da hat keine eigenes Boss-Theme. Wenn Ketsu unterwegs ist, dann macht er das. Das sind neue Angriffe, find ich super. Habe auch letztens auf Twitter jetzt gerade wieder einen Clip gesehen von dem Theostra mit dem abgewandelten Moveset. Mir gefällt diese Erweiterung auf jeden Fall sehr. Bringt mal was Neues rein, bringt Abwechslung rein. Vor allen Dingen die alten Monster haben teilweise neue Movesets, haben teilweise komplett überarbeitetes Moveset und die kämpfen auch jetzt. Also die Attacken, die wirken jetzt nicht mehr so. Die wirken jetzt ein bisschen flüssiger. Die wirken nicht mehr so statisch, wie ich damit ausdrücke. Und ja. Macht immer noch Spaß. Ich habe mich aber immer noch nicht tausendprozentig anfreunden können mit diesem Dingsystem, mit dem Wechseln von den Angriffskünsten hier. Muss ich jetzt noch ein bisschen mich anfreunden damit. Kennt ihr wieder? Ja. Ja, das war ganz okay. Ketsu ist halt deshalb auch ein bisschen unangenehmer Boss, weil er an der Stelle halt, wie man diese Schreie macht, dann ziemlich viel Range hat mit seinem verlängerten Kopf und langen Hals. Oh, da hat Dings. Ja, da hat jemand einen Ermüdungsschuss. So, hoffentlich bald keine starken Angriffe mehr machen kann. Ja, oh, da kommt jetzt hier mal spontan unser. Ui. Alles klar. Aber ja, in letzter Zeit habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, mal Videos hochzuladen. Muss ich auch noch teilweise machen. Teilweise sind die noch nicht durchgeladen bis zum aktuellen Stand. Thumbnails erstellen für den Kanal, mal bei den ein oder anderen Streamer mal ein bisschen abgucken, wie die so ihr Content halten. Bisschen mit dem Barry zwischendurch mal Sonderprojekte aufnehmen, sei es, gut, das will ich jetzt nicht an der Stelle spoilern, aber, ja, aber sei es halt irgendwie Reacts oder sei es halt irgendwie, ne, wir wollen dann ein spezielles Spiel aufnehmen, was wir jetzt nicht unbedingt in einem Stream machen wollen, sondern einfach mal so ein bisschen gesondert von allem mal ein bisschen. Teilweise haben wir auch schon die ersten Copyright Strikes an der Stelle. Das kann ich ja ruhig erzählen, weil das Video eh nicht online geht an der Stelle. Wir haben auf eine Dokumentation reacted von ARD-ZDF. ARD-ZDF, die sehen das ziemlich ungern, dass man auf ihren Content reactet, weil man da an der Stelle auch ein Copyright an der Stelle Claim macht, implizit nach deren Aussagen. Und ja, kaum sieht man das Footage von der Dokumentation, gibt es dann gleich erstmal fettes gesperrt sogar, das Video wurde gesperrt. Haben wir natürlich dann runtergenommen und dann natürlich gelöscht und haben dann gesagt, ja gut, das ist jetzt natürlich verschwendete Lebenszeit gewesen, das aufzunehmen, aber hey, it is what it is. Die anderen Sachen sind aber ganz gut geworden, finde ich, und auch ganz, ja. Das eine war auch eigentlich nur ein Lückenfüller, das von der ARD. Sorry ARD, ihr seid nur ein Lückenfüller. So. Das nochmal kurz so neben dran. Und ja, wir machen dann zwischendurch mal ein paar Projekte, die wir aufnehmen, wo ihr mal nicht involviert seid. Kein Stream, keine Ankündigung dazu oder irgendwas. Einfach mal so, weil wir Bock an Freude daran haben. Und weil der Barry manchmal dazu tendiert, leider nur sporadisch Zeit zu haben. Und wenn er mal Zeit hat, dann nehme ich mir Zeit raus und nehme damit ihm ein paar Sachen auf.
Der Rictus ist gerade so immer noch ein bisschen angeschlagen. Der hat das böse C immer noch. Er fühlt sich noch nicht so besonders gut. Er wollte eigentlich am Montag dabei sein beim Aufnehmen von einigen Reacts und so Sachen, die wir dann ausnahmsweise nicht gestreamt haben. Und hat dann leider kurzfristig absagen müssen, weil er es dann doch nicht, weil er sich nicht entsprechend gefühlt hat. Und dann haben wir gesagt, ja gut, bevor er sich jetzt hier quält und bevor er sich jetzt hier echt selbst zwingen muss, irgendwie hier mitzumachen, soll er erstmal ganz entspannt sich erholen. Gute Besserung an der Stelle auch von mir nochmal, Rictus. Und von dem her, ja. Er soll sich erholen auf jeden Fall. Alter, ich kann diese Dinger on point mittlerweile. Okay, bis auf das eine Mal jetzt hier. Ja, und ich weiß noch nicht, wie lange ich mache. Vielleicht eine Stunde, eineinhalb, ich weiß es noch nicht so ganz. Oh fuck. Ja gut. Mal abzusehen. Du. Monster Hunter Rise. Auf dem PC echt hübsch aus. So, das Footage, was ich so gesehen habe, natürlich dann mit dem 60 Frames per Second und mit dem beinahe 4K-Grafik. Sieht nicht so schön aus wie World, meiner Meinung nach. Sieht nicht ganz so geschliffen aus wie World. Aber es sieht trotzdem gut aus. Ja, trotzdem ein schönes Spiel, muss man sagen. Da drüben. Aber ja, sieht trotzdem gut aus. Und zugegebenermaßen ist die Switch-Version einfach deutlich schwächere, aber wollen wir jetzt nicht so viel draus tatsächlich. Ich habe jetzt auch, was ich halt auch ein paar Leuten mal gesagt habe, ich werde nicht Monster Hunter jetzt frisch anfangen, nur weil es auf einer anderen Plattform rauskommt. Was mir einfach bei Monster Hunter echt noch extremst fehlt, ist echt so dieses Crossplay, Cross-Save, Cross-Platforming vor allen Dingen. Das fehlt einfach bei Monster Hunter komplett. Schade. Vielleicht machen sie es wegen der Wartezeiten, wegen der Performance. Und mittlerweile ist ja sowieso der Content von Monster Hunter Rise 1:1 auf dem gleichen Stand. Und von dem her, ja. Wer jetzt, was den Content betrifft im Spiel, wäre jetzt ist nicht so wichtig, dass. Wäre das jetzt nicht so schlimm. Und da ist eher das Synchron. Matsch. Spannend. Ich möchte halt nur jetzt kein zweites Mal sterben, muss ich zugeben. Da konnte ich nicht mehr rechtzeitig weg. Da ist ein zweites Viech hier, sonst wäre keine Musik. Ah, da ist unser Tetranadon. Und er hat direkt gesehen, ach, das Ketsu, ach, ich kann Ketsu nicht leiden, der macht mir immer meinen Garten futsch. Ich hab keinen Bock auf den. Autsch. Macht trotzdem nicht so viel Damage, dass ich jetzt hier nicht hergehen kann. Autsch, okay, alles klar. Ja, ist aber geschwächt, ich glaube, ich fange den jetzt einfach. Na, komm mal rüber hier, Kollege. Perfekt. So, fürs erste Mal zumindest werde ich jetzt eigentlich mal capturen und fertig. Gut. Ja, bin zufrieden. Auch wenn es ein bisschen holprig jetzt noch zum Anfang vom Meisterrang noch ist, von Sunbreak, ist okay. Dafür übt man ja und trainiert man sich ja selbst, auch seine Reflexe. Ist ein sehr schönes Spiel.
Was auch mal ganz selten ist, tatsächlich, der Stream ist mal ziemlich flüssig bei mir jetzt gerade. Ich bin begeistert. Bin ekstatisch. Puh, wenn ich auch etwas müde bin, zugegebenermaßen. Ich habe jetzt letzte Nacht bis 2 Uhr morgens habe ich Mounts gefarmt. Und habe mir von einem Guildenmitglied mal ein bisschen zeigen lassen, wo man die ganzen geilen, den ganzen geilen Scheiß kriegen kann. Jetzt haben wir erstmal eine dringende Quest wieder. Okay, einen Wissenschaftler retten. So, Monsterjäger sind zurück. Apotruhe der Agossi ist voll, alles klar. Und ja, da hat er mir mal ein bisschen gezeigt, als mir ein bisschen mal gezeigt, wo man hier an der Stelle den ganzen geilen Scheiß wie Glitzerwaffen und Mounts etc. farmen kann. Und ja, ich bin auch dankbar dafür. Das ging leider ein bisschen lange gestern. Und na gut, das mache ich jetzt noch nicht. Und das mache ich auch nicht. Aber die habe ich ein bisschen vernachlässigt, ha? Hm. So. Jetzt habe ich auch mittlerweile Meisterrang. Gebiete, die ich da forschen lassen kann von meinen Palikos. Palamute. Okay. Und ja, es ging leider ein bisschen lange. Ich habe heute ein bisschen struggled in der Arbeit. Andererseits war nicht so viel zu tun, andererseits hat man doch mal hier und da die eine oder andere Besprechung gehabt. Dann musste man hier ein bisschen Aufmerksamkeit hochstufen plötzlich. War ein bisschen anstrengend. Wird auch wahrscheinlich auch mitunter der Grund sein, warum ich heute mal sage, okay, heute mache ich jetzt mal nur bis so. Viertel nach 8, 8:30 maximal so. Jetzt gerade so 7:20. Also eine gute Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde, habe ich noch vor. Jetzt muss ich aber selber mal überlegen. Anja hat zwar noch eigentlich normalerweise Wasserschwäche oder Eis. So wie World, wie ich gespielt habe, müsste man es eigentlich meinen, dass ich das auswendig weiß, aber ganz weiß ich das noch nicht. Achso. Und ja. Heute werde ich auch definitiv auf die Bremse treten. Also ich werde heute, abgesehen von meinen Dailies, glaube ich, bei Final Fantasy heute nichts machen. Vielleicht ein bisschen Storyquest weiterführen. Aber das ist auch wirklich so das Maß, maximale Maß der Dinge. Keine komischen Raids heute, keine komischen, einfach nur ganz entspannt meine Dailies machen. XP sammeln. Bisschen meine Klassen leveln, das war's. Vielleicht auch ein bisschen craften. Bisschen Gold Saucer, was entspannt ist. So, wollen wir. Habe ich Items wieder mitgenommen? Weiß es gar nicht. Sehen wir gleich. Andererseits habe ich auch keine verbraucht, ne? Ne, ich glaube nicht. Ja, und prinzipiell, das ist so das, was jetzt so bei mir gerade so abgeht. Essen, trinken, schlafen, Monster Hunter, vorbereiten auf den Urlaub. Meine Tasche teilweise schon packen. Ich gehe demnächst auf einen Betriebsausflug in eine Firma. Und ja, Monster Hunter, Final Fantasy, ich wechsle mich gerade zwischen den beiden Spielen ab. Ab und zu mache ich mal Fire Emblem Heroes auf, versuche einen guten Charakter zu ziehen. Meistens habe ich dann doch eher Pech damit. Alles ist okay. Man sagt sich ja, oder man ich sage an der Stelle Hopium, Pech im Spiel, vielleicht Glück in der Liebe, wer weiß. Aber ja, das alles hat auch noch ein bisschen Zeit, muss man dazu sagen. Den hatte ich noch nicht. Sehr schön. So, da haben wir unseren Anjanato Boy, yo. Den hat noch eigentlich Spaß, aber der wird jetzt wahrscheinlich auch ein paar neue Moves haben.
Ja, voll reingehüpft an der Stelle. Bin in dem Moment ausgewichen, aber es war so ein Frames zu spät. Fällt halt leider immer so unglücklich tatsächlich, dass ich da nicht wirklich rankomme. Hm, dann noch ganz gut gerettet, finde ich. Hinter ihm bin, kann er mich zumindest nicht so schön erwischen. Zumindest die Hoffnung. Autsch. Hm, kriegt noch ein bisschen viel Schaden. Das ist immer noch so ein bisschen unangenehm, wenn man in diesem Low Rank Meisterrang unterwegs ist. Kommen wir halt noch ein bisschen zu viel Damage von den ganzen Viechern hier ab. Schwert und Schild wäre ab und zu mal besser, tatsächlich. Gerade wenn ich erst noch lernen muss, wie viel schneller manche von den Bossen jetzt mittlerweile sind, manche von den großen Monstern. Bleib doch da, Säckel. Ich habe übrigens auch den Eindruck, wenn ich jetzt mal die Klasse Druide anschaue, mit den ausklappbaren Bögen, ich glaube, die haben sich da ein bisschen was abgeschaut von Monster Hunter. Also, sofern kann ich sie jetzt noch mal ganz kurz zurück. Ich glaube, die haben sich was abgeschaut von Monster Hunter, weil diese so ausklappbare Bögen und sowas, das kenne ich eigentlich tatsächlich nur entweder aus dem Sport-Bogenschießen-Bereich. Oder halt eben mehr Monster. Ich muss aufpassen. Ich gucke gerade auf die HP. Eingeschläfert. Mhm. Sehr schön. Leider fällt er nicht so optimal, wie es mir lieb wäre, aber. Die Hobbys, die können mich eigentlich auch mal gerade mal. Das ist jetzt langsam gefährlich. Ich merke auch selber, meine Augen sind ganz schön müde. Ich sollte aber auf jeden Fall mal heute bei Zeit pennen gehen. Das sage ich als Opa, sozusagen. Ich bin eh so ein bisschen der Gilden-Opa, habe ich gemerkt. Gerade Thema Final Fantasy wieder. Ich bin so ein bisschen der Gilden-Opa. Ich bin der Einzige, der glaube ich über 30 ist. Dann sind alle knapp unter 30 oder halt eben deutlich unter 30. Ich glaube, unser Jüngster ist aber tatsächlich, glaube ich, 17 oder sowas. Muss man natürlich ein bisschen anders vom Umgangsturm unterwegs sein als. Aber ja, das kennen wir ja schon von dem Kanal.
Ah, wir haben euch lieb. Auch wenn ihr mir ab und zu mal nochmal deutlich macht, wie scheiße ich eigentlich bei Smash Bros. Bin. Was auch durchaus richtig ist. Ich bin im Spiel Smash Bros. Auch ziemlich casual, also. Problem ist, ich darf echt keinen kompetitiven Gedanken haben, besonders bei sowas wie Smash Bros., wo mir echt am Herzen liegt, weil ich dann sonst richtig tiltet werde. Ist auch mitunter der Grund, warum ich bei Spielen, die PvE-centered sind, wie jetzt Monster Hunter oder wie jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy, das sogar einen PvP-Modus hat, echt kein PvP brauchen kann. Gut, ich wüsste nicht, wie man es für Monster Hunter überhaupt machen könnte und warum soll man das machen sollte, aber ich bin kein PvP-Mensch. Abgesehen von Spielen, wo mir es nicht so wirklich juckt. Also wo ich eh schon weiß, worauf ich mich einlasse an der Stelle. Und ja, ne, kriegst du halt ein bisschen auf die Fresse, so Overwatch, Paladins. Aber du hast halt trotzdem deinen Spaß und du spielst es eigentlich mehr oder weniger nur, weil du da Spaß haben willst mit Freunden und so. Und nicht um den Gedanken des Siegens willst. Du willst natürlich gewinnen. Gewissermaßen auch ein bisschen dich beweisen und sowas. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Das Smash Bros. Und das Problem. Oh, fuck. Habe ich zu viel Damage bekommen oder war das jetzt voller AP? Ah, jetzt gerade kurz nicht aufgepasst. Aber bei Smash Bros. Die Spielserie geht mir sehr an den Herzen, ans Herz. Also die Charaktere, das Franchise, die Firma, die das entwickelt und alles. Also damit bin ich halt aufgewachsen, ne? Und da verbinde ich halt echt sehr viel. Und wenn ich dann zum Beispiel mit meinem Lieblingscharakter, und das sind halt dann teilweise so Charaktere, die sind nicht leicht zu spielen, das sind halt leider Charaktere, die sind in der Meta nicht drin, aber wenn man sie gut kann, dann sind die durchaus gefährlich und das sind halt dann Charaktere wie Meta Knight, das sind halt Charaktere wie Darien, sind halt Charaktere wie Chrome. Und die man gut ausstechen kann, die man gut kontern kann. Und ja, da muss mir nur ein K-Rule oder nur ein... Eigentlich K-Rule ist so einer der schlimmsten für mich. Die versauen mir echt so ein bisschen den ganzen Spaß mit ihrem Konter. Sora gehört so mittlerweile auch so ein bisschen dazu, muss ich leider sagen. Es tut mir leid, Leute. Aber Sora ist so ein bisschen... Ja, so unangenehm als Gegner. Und... Ja. Und ja, dann würde ich leicht tittelt und habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Ist leider das Ding, wo ich so ein bisschen habe mit dem Franchise, mit Monster, mit Smash Bros. Einfach nur genau dieses, ich werde leicht getiltet und verliere die Motivation, verliere, was soll ich sagen, auch meine innere Ruhe so ein bisschen dabei. Aber es schafft nur Smash Bros. Bei mir. Die anderen sind mir gar nicht so wichtig. Ich hatte mal bis zu einer gewissen Zeit mal einen Anspruch, tatsächlich in Monster Hunter richtig gut zu werden. Bis ich dann mal gemerkt habe, wie viele Stunden ich da eigentlich reinsetzen müsste, dass ich da mal richtig gut werden würde in Monster Hunter. Und selbst dann könnte ich bei irgendwelchen Dingern mitmachen. Autschi. Okay, dachte schon, das war fast voll HP. Verbrauch hier. Und selbst wenn ich mal richtig gut bin, dann gibt es einen, der ist noch mal richtig guter als ich. Leider an der Stelle. Und ja, das habe ich dann irgendwann mal einsehen müssen und dann sagen müssen, okay, was ist mein Anspruch bei Smash Bros.? Ja, eigentlich Spaß mit Freunden haben, okay. Und ab und zu mal mir selbst beweisen, dass ich gar nicht schlecht bin bei Monster Hunter, ich weiß nicht, wie ich auf Monster Hunter die ganze Zeit komme. Merkt das auch bei beispielsweise Geburtstagen, wenn ich dann mit den Leuten dann, mit den Gästen dann Smash Bros. Zocke. Ja, ich habe coole Freunde, die zocken ab und zu mal Smash Bros. Auch im Real Life und nicht nur in der Streamer-YouTuber-Welt. Und ja, es sind auch normale Menschen, es sind nicht nur Nerds. Es sind auch Nerds, aber es sind auch normale Menschen dabei. Auf jeden Fall. selbst da habe ich diesen kompetitiven Gedanken. Da tut es mir auch manchmal echt leid für diejenigen anderen Gäste, weil ich dann echt teilweise echt salzig an der Stelle. Und deshalb habe ich mir auch schon teilweise hingestellt und gesagt, ja, nee, you know what, Smash Bros., viel Spaß dabei. Ich werde es aber nicht zocken, weil ich möchte die Stimmung nicht kippen. Das ist eigentlich das Einzige, warum ich zum Beispiel auch so ungern Smash Bros. Jetzt gerade zocke. Und auch wenn der Rico so ein bisschen Angst hat, dass er so ein bisschen schuld ist, dass er mir Smash Bros. Ein bisschen versaut hat oder sowas. Ich weiß auch gar nicht mehr, wieso er das Ding. Autsch. Nee, das ist einfach allgemein tatsächlich.
Das ist einfach allgemein. Ich bin nicht mehr gut bei Smash Bros. Ich weiß das. Und ich werde jetzt mich auch nicht mehr hinstellen und sagen, hey, ich werde jetzt hier Charaktere ins Elite bringen, weil im Endeffekt, wenn ich dann einen, so einen Elite-Versuch starte, weiß ich ganz genau, ich werde es nicht schaffen. Mittlerweile. Und umso weniger Progress ich mache bei diesen 2-3 Stunden Stream, die ich dann habe, meistens werden die dann noch länger. Das ist bei mir auch bei Smash Bros. Bei Streams das große Problem, dass ich echt ein bisschen Zeit verprasse auch mit Rangpunkte kriegen, diese Rangpunkte wieder verlieren und dann wieder diese Rangpunkte wieder kriegen. Und im Endeffekt habe ich dann vielleicht 100.000 Punkte gut gemacht von, was weiß ich, von dem Rang, wo ich ursprünglich unterwegs war. Und ja, geht minimal auf den Sack. Und will ich ehrlich gesagt niemandem mehr antun. Freundschaftliche kleine Duelle, okay. Aber alles andere ist schon. Bin ich durch. Ich bin im Smash Bros. Ruhestand. Würde nicht heißen, dass wenn jetzt ein neues Smash Bros. Kommt, dass ich das nicht spiele. Ja, ich würde mir das wahrscheinlich auch reinziehen. Einfach weil, ne, ich bin neugierig und so. Ich weiß nicht, ob es ein neues Smash Bros. Geben würde. Und wenn es eins gibt, dann will ich mich drauf freuen, ja. Ist der einfach drüber gejumpt hier? So, mal ganz entspannt die Anhängerlappen gemacht. Bin zufrieden. Ich habe es noch einigermaßen bei Monster Hunter drauf. Ich habe auch zwischendurch mal gespielt, wenn ich mal eine Mittagspause habe, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Und ich habe dann keinen Bock, was jetzt nicht stundenlang Memes zu gucken oder sowas. In der Mittagspause dann zocke ich mal lieber eine gute halbe Stunde mal Monster Hunter, mache ein, zwei Runden, ein, zwei Quests, mache vielleicht eine Rüstung besser oder sowas oder baue ein paar Dekos. Je nachdem. That's not it. Man, this thing is hard to find. Huh? Who are you? Ah, Hallöchen. Whoa. Yes. Now we're talking. Oh, look at this. All of this. Isn't this great? Ein Haufen Scheiße. Guck dir das an. Oh, das ist aber eine ganze Schleifspur hier. Something strong scooped up the soil here. And there's marks of something being dragged. Look at the size of it. Garengon. It must have passed through here. Coole Frisur, muss ich sagen. Wait a minute. Are you the hunter they sent to hell? The one from Kimura? I knew it. Name's cooler tip, gefällt mir. And researcher extraordinaire. Nice to meet you. Anyway. Garengon. Anyway. Territory. Okay. So what's this thing doing here? Something weird is going on. Huh. Hmm. Guess I gotta start investigating, huh? I'd love to head back to the outpost with you, but I need to take care of some things here first. Could you, give my regards to the Admiral? Oh, and one more thing. If you run into Fearain, okay. Tell her I'm looking forward to seeing her again. Uh-huh. Tja. Kleiner Casanova, ha? Huh? Aber gut. Aber cool. Netter Guy. So, jetzt suche ich gerade ein bisschen was. Kurz, bin gleich soweit.
So, passt. Auf jeden Fall auf die neuen Viecher bin ich sehr gespannt. Meine alten Viecher kenne ich schon an der Stelle. Ich weiß schon ganz genau, was mit denen auf sich hat. Ein paar von denen haben jetzt neue Moves. Ein paar von denen sind ein klein bisschen schneller unterwegs als früher. Und man hat ein paar neue Charaktere erkennen. Man hat hier und da ein bisschen mal wieder was zu tun. Neue Rüstungen zu farmen. Verbesserte Rüstungen zu machen. Und ja. Also dementsprechend gibt es schon viel zu tun. Aber... ja, alles mit der Zeit so ein bisschen. Ich nehme mir da echt sehr viel Zeit mittlerweile dafür. Für ein Palamute P Seidenbinder. Entschuldigung. Könnt ihr jetzt auch Seidenbinderfähigkeiten oder was? Muss man halt wahrscheinlich anlegen. Neues Aussehen für unsere kleine Eule da. Hey there. Okay. Ratian Quest, ich muss aber erstmal das Grundratian tatsächlich noch machen. Some arena action. Huh. Vesarius Material holen für den, okay. Doing all right? Dank noch ein Artefakt. Ich sag bloß, es gibt mal wieder irgendwas wie bei Monster Hunter 4. Man an der Stelle hier solche Knochen sammeln muss, um daraus Waffen zu basteln. Wäre auf jeden Fall nice. Bei den Fähigkeiten, da machen wir Palamute. Der hat nämlich, glaube ich, Rüstung. Genau. Dann ist jetzt natürlich die Frage, warum wir denn Seidenbinder. Seidenbinder kompatibel, okay. Also es ist tatsächlich so ein kleines Ding, dass er so nochmal Seitenbinder einsetzen kann. So, mal kurz, Chance of Taumeln, okay. Machen wir nochmal einfach mal, nehmen wir einfach mal die Waffe immer mit. Einfach mal gucken an der Stelle, was hat es damit auf sich, macht das Sinn oder nicht. Und wenn nicht, dann tun wir die einfach wieder ablegen an der Stelle. Dann erstmal jeder, erstmal eine Quest wieder für mich. Gibt mehrere Kreuze hier in der Garde, okay. Die ganzen Side-Quests, die würde ich dann mal dann machen, wenn ich nicht gerade streame an der Stelle tatsächlich. Also sonst dauert das Ganze ein bisschen lange. Ich fange an Meisterrang 1 Lagombi, das habe ich doch schon ein paar Mal gemacht, aber die zählen halt nicht. Okay, dann gehe ich nochmal hier oben, nicht, dass ich noch irgendeinen übersehen habe. Na, sie sehen gar nicht mal so schlecht aus. Mit der zur Questgeberin und mal abchecken, was die jetzt von mir will. Okay. So, dann nehmen wir mal an der Stelle schon mal die nächsten optionalen Quests an. Wir sind aber immer noch Meisterrang 2, okay. Dann haben wir Tobi, Kadachi, Basarius, Yorotodos. Großes Tsuchi mit Dings, okay. Die ganzen Anführermonster und Ratian. Und die ganzen Anführermonster, die anderen sind separat. Gut, ich würde mir natürlich Tobi Kadachi vornehmen, weil die Rüstung war eigentlich auch ziemlich gut immer zu mir. Ja, Todos gibt einen Haufen Zeug, was man immer braucht zum Craften. Und Basarius hat halt wahrscheinlich die fette Tank-Rüstung. Ich würde jetzt aber tatsächlich eher dazu tendieren, erstmal Ratian zu machen. Don't hesitate to ask for anything.
Und nachdem wir Ratian gemacht haben, dann nochmal mit den anderen Quests weiter. Tobi Kadachi würde ich auf jeden Fall machen. Ich überlege aber jetzt gerade ernsthaft, ob ich vielleicht doch auf den Links wechseln soll. Schwert und Schild. Prinzipiell muss ich da nicht so viel umstellen. Kann ich dann alles über die Deko-Dekoration machen. Andererseits habe ich jetzt nicht so viel Lust, euch die Zeit an der Stelle zu nehmen, bis ich meine Rüstung umgebaut habe. Und deshalb würde ich das eher jetzt gerade vermeiden. So, haben wir schon mal ein bisschen Feuerresistenz. Gegen das Gift kann ich sowieso nichts machen, außer auszuweichen. Jetzt zum Glück nur ein normaler Ratian. Das rosa Ratian hat mehr Optionen zum Vergiften. Hoppala. Jetzt ist aber los. Na gut, ich habe gut gegessen vorhin. So, ich meine Blitz oder Drache. Aber ich bin ein bisschen out of the loop. Muss man auch zugeben, ich habe jetzt in der Zeit, bis mal Monster on the Rise rauskommt, bis das Sunbreak rauskommt, habe ich Dings gespielt. Das Fußball, Mario Fußball, Mario Strikers Battle League. War nicht schlecht. Zumindest für die ersten Tage. Leider kaum Content da drin, als das mich weiter großartig interessiert. Jetzt kommen vielleicht mal irgendwann mal ein paar neue Charaktere, ein paar Charaktere dazu. Aber selbst dann wird es mich wahrscheinlich so schnell nicht zum Spiel bewegen, tatsächlich. Wenn ich ganz ehrlich bin. Von dem her, ja, ich nehme das ein bisschen mit. Habe das ein bisschen mitgenommen, habe Final Fantasy gezockt. Wie gesagt, schon einen guten Monat her oder sowas, seit ich mich bei Final Fantasy registriert hat. Über einen Monat, ich bin nicht mehr sicher. Und habe damit mich beschäftigt, auch mit der Hauptquest und alles. Hauptquest gefällt mir ziemlich gut tatsächlich. Also ich habe wenig MMOs erlebt, wo die Hauptstory dermaßen guten Flow hat. Sie hat keinen guten, extrem guten Flow, ne? Es hat kein Singleplayer-RPG-Erfahrung an der Stelle, aber für ein MMO muss ich sagen, was jetzt eigentlich, jetzt sagen wir mal, wenn man jetzt mal so überlegt, ist nicht unbedingt die größte Fokus auf seine Main Story haben muss, sondern eigentlich mehr auf den Content, damit man die Leute beschäftigt hält. Aber ich finde, Final Fantasy 14 macht das ganz gut. So eine von den positiveren Erfahrungen, muss ich jetzt mal sagen, was das Balance, die Balance betrifft zwischen Story und Side-Content. Wobei ich einfach zugeben muss, ich habe einfach noch kaum Side-Content angefasst. Immer wieder, wenn meine Guild-Mitglieder mich fragen, hey, habt ihr Bock auf den und den Dungeon? Muss ich jedes Mal sagen, nee, also den habe ich noch gar nicht freigeschaltet und das habe ich noch nicht gemacht und das. Und ja, ich glaube, ich gehe den Leuten damit ein bisschen auf den Sack. Aber andererseits möchte ich die MSQ in Ruhe genießen, weil es bringt ja nichts, das zu rushen an der Stelle. So, bevor es rushen, war es Zeit, hier den Ratian fertig zu machen, der sich hier eigentlich säubert und eigentlich voll entspannt hier an dem Meer chillt. Wow. So, are we the bad guys? Ja, the bad guys. Autsch. Autsch! Fliegt direkt rein hier. Übrigens auch wieder, hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich beim Monster der Stories 2. Und ich habe echt Stories 2 gemocht. Ne? Also ich habe echt viel Stories 2 auf das Endgame-Zeug noch gezockt. Also irgendwann habe ich halt mal komplett abgebrochen, weil dann halt dann doch. Für mich Yakuza dann wieder interessant war. Also dann habe ich zu der Zeit, glaube ich, Yakuza 3 angefangen gehabt. Und dann hat mich das halt natürlich gefetzt, weil ich die Story natürlich erfahren wollte. Der 3er war okay. 4er war für mich dann etwas. Habe ich dann auch gespielt. War schon etwas anstrengend zum Spielen. 5 ist eigentlich ziemlich gut. Und dann kam so wieder ein bisschen diese Zeit. Ja, jetzt kommt auf der Switch ein bisschen was raus. Jetzt kommt auf dem PC wieder ein paar Spiele raus. Jetzt machen wir ein paar Projekte zum Aufnehmen. Also. Bei mir haben die Spiele, die ich so kaufe, die haben eine recht lange Halbwertszeit, bis ich die mal durch habe tatsächlich. Ich habe bis heute noch keine einzige Route gespielt bei Three Houses und dafür verflucht mich der Victimix bis heute, dass ich dieses glorreiche Spiel bis jetzt noch nicht durchgezockt habe, nicht mal einen von den Wegen, inklusive dem DLC-Weg und dem alternativen Edelgard-Weg. Also theoretisch 5 Playthroughs wären das an der Stelle und ich habe noch kein einziges davon gespielt. Und ja, jetzt gibt es inzwischen Three Hopes. Das ist das Samurai Warriors sozusagen für Three Houses. Und ich habe da auch so wenig Interesse darin. Andererseits habe ich noch nicht mal, wenn ich das jetzt mal so überlege, habe ich noch nicht mal Dings gespielt.
durchgezockt hier. Age of Calamity. Also Hyrule Warriors Age of Calamity mit eigentlich meinen liebsten oder fast liebsten Versionen von Link und Zelda. Und das habe ich auch noch nicht einmal durch. Also, ne, ich bin gerade ein bisschen. Ich hab so. Ja, es dauert ein bisschen gerade, bis ich vorwärts komme hier mit den ganzen Spielen, die ich hier so in der Pipeline habe, sozusagen. Sieht einfach zu geil aus. So. Mit unser Kollege, jawohl. So, da noch mal ganz kurz das schauen, dass ich hier die Drops sammle. Ich glaube, das ist jetzt eher eingeschläfert worden von meinen kleinen Boys. Tatsache. Ich hab auf beiden Waffen, auf beiden Begleitern habe ich Schlafwaffen platziert. Einfach um es mir solo leichter zu machen, wenn ich dann nur solo am Jagen bin. Und so habe ich meine Flügel beschädigt. Und ja, ich wollte eigentlich vorhin darauf hinaus, dass ich hier Monster of Stories 2 echt genossen habe an der Stelle. Und Ratian bis heute immer noch eines meiner Lieblingsmonster zum Zähmen ist an der Stelle. Wobei ich dann auch irgendwann mal den Nagakuga, den Silberwind Nagakuga, irgendwann mal gezähmt habe und dann hatte ich mich in dem wieder verliebt. Ja. Aber es war eine schöne Erfahrung. Die Story ist mir zu weich gewaschen, also ist mir. Da kann er das direkt nach dem Clownengriff mittlerweile machen, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Die Story war mir ein bisschen zu weich gewaschen. Also zu, wie soll ich sagen, dass es für 12-Jährige gut geeignet ist an der Stelle, aber nicht für 30 plus. Macht aber auch Sinn, weil das sieht auch ein bisschen klicki-bunti aus und ist ja so ein bisschen süßlich, als dass es irgendwie eine richtig tiefgründige, dunkle Story hat, finstere Story hat oder sowas. Hat es nicht an der Stelle, also von dem her vergebe ich dem das komplett. Aber ja, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Und wenn es Monster Hunter Stories 3 irgendwann mal gibt, mit vielleicht ein bisschen düstere Story mit erwachsenen Charakteren, bin ich vollkommen dabei und würde definitiv auch Playthrough wieder dazu aufnehmen, weil der zweite hat mir so dermaßen gut gefallen. Ich habe den ersten gespielt, den habe ich abends nachgeholt auf dem 3DS. Emulator besser gesagt, muss man dazu sagen, korrekterweise. Den habe ich gespielt auf dem Emulator und das hat, ja, hat ein bisschen außer technische Probleme gehabt, aber ich habe dann die einigermaßen fixen können und habe es dann vollends durchgezockt. Und da habe ich mir den zweiten Teil geholt. Um meinen besser als der erste, finde ich vom spielerischen her. Und ich mag es auch nicht unbedingt, diesen 12-jährigen Jungen zu spielen aus dem ersten Teil, sondern eher ja, den schon eher Teenager, jungen Erwachsenen, den man da im zweiten Teil spielt. Ja, das habe ich schon halb erwartet, aber ich wollte mal beobachten, wann er das immer macht. Und wenn es dann so ein Semi-Erwachsener ist, also einer, der schon ne, so um die 20 ist oder sowas, mit entsprechender Begleitung und mit entsprechend auch erwachsenen Monstern. Weil die Schwachstelle für mich war beim ersten vor allen Dingen, dass die Monster, die hatten immer so eine Baby-Form. Dann hat man gegen die normalen Monster gekämpft auf der Map in dem Dungeon oder wie auch immer. Die waren einfach dreimal so groß wie das gleiche Monster, das man gezähmt hat. Und das war einfach immer so. Das war jetzt nicht irgendwie abhängig von irgendwie einer Ei-Qualität oder sowas. Das war einfach immer so. Und ehrlich gesagt, mir hat das nicht gefallen. Ich wollte eigentlich auch ein bestialisch großes Ratian gegen ein anderes bestialisch großes Ratian schicken. Und leider bekam ich immer nur so ein Baby-Ratian, hat Bock, sich mit einem erwachsenen ältesten Ratian sozusagen anzulegen von der Größe her. Und ja, das hat mir nicht gefallen. Beim zweiten war das schon um einiges lieber an der Stelle und die Story war auch für mich etwas besser vom Gang her, vom Flow her. Und die Charaktere fand ich sympathischer.
Aber ja, vom Gameplay her war völlig in Ordnung der zweite Teil. Sehr schnell Papierprinzip. War jetzt vielleicht nicht jedermanns Cup of Tea, aber mir hat es ganz gut gefallen. War ganz okay. Muss nicht komplex sein. Die Komplexität liegt dann eigentlich später eher beim bei dem Züchten der einzelnen Monsties. Bei der Ausrüstung, die man so mitnimmt. Bei der Reihenfolge der Fähigkeiten, wann man was benutzt. Und dann musste man halt da die Rock, Paper, Scissors, Blau-Rot-Grün-Mechanik halt verstehen und das war's. Ja, da macht er jetzt das mittlerweile mit Ansturm und dann anschließend den Drehangriff. Okay. So, Rücken gebrochen mal jetzt an der Stelle, ja. Ja, Schwanz abziehen wär nice, aber so wird das nichts, wenn der den dort paralysiert, wo der Abgrund ist. Dann doch lieber so erstmal. Dürfte jetzt eigentlich auch demnächst Platz sein von dem vielen Damage, was ich jetzt hier rausgekriegt habe. Okay, dann ab. Aber ja, Monster Hunter Stories 2 hat mir echt gut gefallen. War auch ein schönes LP. War auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Das nächste große LP, was ich sowieso starten werde, was eh schon bekannt sein sollte, ist Xenoblade Chronicles 3. Das ist das Spiel, wo ich auf jeden Fall mich am meisten freue jetzt dieses Jahr. Und Breath of the Wild 2, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, ist eher angekündigt, dass es erst 2023 kommen soll. Von dem her freue mich sowieso nicht mehr drauf anschätzen. Von dem her werden Monster Hunter Rise, Sunbreak und Xenoblade Chronicles 3 auf jeden Fall meine Hauptspiele, meine Haupterfahrungen werden jetzt dieses Jahr so mehr drin. Ne? Vielleicht kommt da nochmal das eine oder andere Spiel dazu, aber das sind auf jeden Fall diejenigen, die ich schon im Blick habe und die ich auch vorhabe zu machen. Vielleicht machen wir da noch mehrere LPs zu Xenoblade 3, je nachdem, ob es dann genug Zeug zum Entdecken gibt nach dem ersten Playthrough. Das war jetzt der Mauzinator. Die haben einfach eine eigene Version vom Dragonator, die man da freischalten kann. Die Katzenwesen hier. Polykurs. Ich habe heute erst mitbekommen, dass an der Stelle Elden Ring bei Blaze dann Quick in 20 Minuten durchgespielt wurde. Und ich denke mir so, ich habe noch nicht mal mein allererstes Playthrough abgeschlossen. Und bin immer noch eigentlich voll dabei, erstmal dieses erste Playthrough überhaupt zu schaffen. Und die machen sich einfach am frühen Morgen einfach mal Elden Ring auf und zocken das in 20 Minuten durch. Und ich so, boah, Alter, ist das dein Ernst? Schon krass. Aber die sind allgemein krass. Ich finde, es sollte auf jeden Fall unterstützt werden. Die vielen Charity-Aktionen, die Jungs da machen, ist halt für einen guten Zweck und trotzdem so interessant gestalten, dass man hier Speedruns hat mit hoch angesehenen Speedrunnern zu den einzelnen Spielen und dass man dann, dass keiner von denen Profit rausschlägt oder auch so, dass man halt an der Stelle ein bisschen bekannter wird, wahrscheinlich durch das Ganze. Das ist ja auch ein netter Nebeneffekt, den kann man auch durchaus mitnehmen, finde ich an der Stelle. Das ist ja auch völlig okay. Völlig legitim. Aber dass sie das alles dann spenden und so, das ist schon, muss man Respekt zollen, finde ich an der Stelle. Ist für mich ein Grund, warum man sowas unterstützen sollte, definitiv. So, apropos unterstützen. Jetzt habe ich mir erstmal das Radio angezückt und jetzt gucke ich mal geschwind, wie die Rüstung ist. Und ob ich einen besseren Bogen basteln kann oder sowas. Und ein besseres Schwert und Schild. Ein Schwert und Schild gibt es ja eine Giftwaffe. Und beim Bogen, glaube ich, eine Feuerwaffe, die man dann später zu einer Rathalos-Waffe macht. Aber gut, gucken wir mal. Da haben wir wieder unsere süße Schmiedin vom letzten Mal. So, Anjanat. Ja, bin ich auch mal neugierig, tatsächlich. Ja, ist jetzt zum Beispiel jetzt nichts für mich. Aber die Rüssi sieht ganz okay aus, immerhin mal. Dann haben wir hier die Gratian-Axe.
Erholung hoch, weil Mahlzeit. Ja, ist auch wieder so ein Schwert und Schild Utility Set, aber nichts zum. Nicht besonders geil zum Kämpfen. Sieht aber hübsch aus, zumindest an der Stelle. Ich fand die Ratian-Rüstung sah schon immer gar nicht mal so schlecht aus. Extra Schuss. Puki Puki habe ich noch gar nicht angeschaut. Ne? Und das war nochmal ein extra Schuss. Ach, ohne Munitionsbeschichtungsverbrauch, okay. Ja gut, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Das Haten habe ich... Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber okay. Die habe ich... was haben wir denn hier alles freigeschaltet? Kitsu. Kitsu sieht immer noch drollig aus. Machen wir mal einen Vergleich mit der High Rank. Da ist er doch. Das sieht aber auch die Meisterrang-Rüstung um einiges besser aus. Ja, sieht zwar auch nicht schlecht aus an der Stelle, aber die Meisterrang, die ist nochmal plus 5 Charisma. Nee, sieht gut aus. Oh, Slaglauf-Oberteil gibt es natürlich auch wieder, selbstverständlich. Die Tetranadon habe ich mir ja schon angeschaut. Ja, okay. Aber leider die Ratian-Rüstung jetzt nicht so gut, wie ich jetzt mir gehofft hatte. Also es ist eher eine Utility-Rüstung, als dass es irgendwie ein Dings ist. Wo habe ich denn hier? Ach Gott, sind natürlich jetzt alle einzeln in der Liste gelandet, ha? Huh? Ja, dann machen wir die jetzt alle weg. Weil die sind jetzt eh nicht vom Fokus her so wirklich... Ja, die sind nicht so wichtig für mich. Okay. Haben wir das Ratian gemacht, dann schauen wir doch mal, was wir als nächstes machen. Ich würde mal wahrscheinlich Tobi Gadachi jetzt als, direkt als nächstes nehmen. Und mal schauen, wie ich mich an der Stelle so schlage. Nebenquests muss ich vielleicht mal kurz gucken. Nee, habe ich noch nichts. Okay. Und Tobi Kadachi einmal schauen, was denn für der für Schwächen hatte. Ich glaube aber Feuer. Meistens ist doch richtig, was ich sage. Wasser oder Feuer? Okay. Da war noch eher Wasser an der Stelle, weil die Waffe ist besser. Beziehungsweise das Set, was ich jetzt habe, ist gerade besser mit dem Wasser. Ja, wobei die Feuer ja mehr Crit-Percent hat. Ja, gut. Aber das ist doch der einzige Unterschied. Ich habe noch Schwäche-Vorteil auf den Dingern drauf. Also sollte ich ungefähr bei 50-60% Dings landen. Crit-Chance. Das sollte reichen. Tobi Kadachi, let's. Tobi Kadachi-Rüstung war auch meistens recht gut. Ja, ist okay. Die Wichterinnen habe ich an der Stelle bekommen. Wenn ich jetzt hier nicht extra Money bekomme an der Stelle, dann scheiß ich drauf. Cool, dann gucken wir mal, wie lange der Tobi Kadachi dauert. Und schauen wir mal an der Stelle, wie das nächste Viech dauert. Entweder wird es Basarius oder der... Habe ich schon wieder vergessen. Kurzzeitig lässt sich wie den Sieb heute. Also, ja, ich bin wie gesagt... Ich habe nicht so viel geschlafen heute. Bin heute recht erschöpft in den Stream eigentlich schon reingekommen. Aber ja, ist okay. Passt schon. So. Ich bin Tobi nicht. Ist der in der Höhle? Ich glaube, der ist in der Höhle. Ah ne, da ist da rechts. Ich sehe es jetzt. Ganz im Osten. I'm coming for you. Mhm, da ist er auch, unser Boy. Autsch. Das hat ein bisschen weh getan. Aber ich finde trotzdem, die Switch-Version ist gut optimiert dafür, dass es eigentlich jetzt, sag ich mal, wenn man von der Hardware jetzt mal so sieht, eigentlich der PC-Version einfach nichts, überhaupt nicht ran kann.
Aber die ist gut optimiert zumindest. Die Gegner wirken shiny, wenn sie Schuppen haben und es regnet und so, dann glänzen die so ein bisschen entgegen. Kleine Reflexion und sowas, aber jetzt halt nicht mega detailliert an der Stelle. Ich meine, es halt einfach an der Stelle durch die Konsole, aber durch den Port. Aber ist okay, ist eigentlich okay, habe ich kein Problem damit. Muss jetzt nicht so mega gepolished sein. Wichtig ist es mir eher, dass ich auf die Angriffe der Gegner reagieren kann. Muss ja auch nicht in 60 FPS sein, kann auch ruhig in 30 FPS sein. Hauptsache ich erkenne an der Stelle, wie man die Angriffe kommt. Und kann entsprechend reagieren, also wenn ich ein bisschen Brain Delay habe, das ist was anderes. Aber denke ich, Tobi Kadachi ganz gut. Ich fühle mich freue mich übrigens auf den Lunagaran. Unglaublich. Ich finde den Lunagaran, der sieht cool aus. Hat scheint das gleiche Moveset auch wie der Odogaran aus World, den ich auch sehr geil fand. Und ich hoffe, dass die Rüstung sehr schön wird. Weil die Odogaran-Waffe mir schon, Odogaran-Rüstung mir schon richtig gut gefallen hat. Die war optisch sehr nice. Ja, immer noch kriege ich sehr viel Damage. Das ist halt sehr ungewohnt, weil mittlerweile, ne, ist Meisterrang, kriegst du selbst von den kleinsten Monstern sozusagen, kriegst du ja schon echt trotzdem den mega Knockback und den mega Damage, wenn du nicht aufpasst. Ja, und in dem Sinne, ja, muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich mir so passiv spielen, wie ich das sonst eigentlich mache. Muss schon sehr aktiv mitgucken, was er jetzt gerade so treibt an der Stelle. Okay, das war jetzt gut, tatsächlich, dass ich dir nochmal nebenbei nochmal Dings gebrochen habe, im Kopf. Schwanni erwarte ich jetzt nicht unbedingt zu beschädigen, wäre nice, wenn wir das schaffen, aber muss nicht sein. Ja. Wollte schon gerade sagen, hat es, Nahav hat es gerade abgefangen. Schnell wegkomme. So. Weil die Seen machen doch ziemlich gut mit Damage an der Stelle. Ich habe eigentlich nicht vor, blöd zu sterben, ehrlich gesagt. Bin dann in Ehre. Der Schwannibruch ist schon mal dabei. Bin hier am Baum fest. Geht da nicht. Da konnte mich auch nicht angreifen, wie es aussieht. Eigentlich will ich den mal jetzt gegenschmeißen an der Stelle gegen die ganzen Krabbelviecher an der Wand. Nice! Endlich. Hat ganz schön lange gedauert, bis ich den mal endlich mal so weit bekommen habe, hier den mal gegen die Wand zu schmeißen. So, da drüben sind es schon mal ein paar. Ach. Okay, so viel Zeit hatte ich dann doch nicht mehr. Jetzt habe ich gleich zu früh zu spät gezündet.
Ja, mit kleinen Fehlern kann ich an der Stelle klar. Ah, außer er greift mich mitten beim Anfang vom Heal an. Komme ich nicht mehr ganz gut damit zurecht. Oh, das hält. Gucken, ob ich den fix mitnehmen kann für meine Sache. Auf jeden Fall nice. Sehr gut. Nehme ich den gerade mal mit für meinen Tobikadachi hier, für meinen schönen Hand. Na, da kommen wir mit großer. Ja. Okay. Okay. Zu kurze Range. Ah, dieses wendige Viech, Alter. Dieses wendige Drecksviech, dieser Tobikadachi, Alter. Battlefield übrigens hier auf der Insel hört sich so ein bisschen für mich an wie so eine Zelda-Bossmucke an der Stelle. Alter. Ich bin gerade ein Instant-Kill. Wenn ich da drin lande in seinem Schwanzklatscher da. Ja, ist halt schon echt mittlerweile gefährlich, wenn du jetzt Meisterrang spielst. Du bist die ganze Zeit die Viecher auf Highrank und gewohnt und bist eigentlich schon übermäßig equipped, sozusagen. Ja, da. Wo ist mein Kätzchenator? Oh, ich bin. Ich glaube, ich sterbe. Oh! Nice, Sü! Lebe noch. Wie bringe ich dich mal zum Kätzchenator? Komm her. Where's my Dragonator? Nice. Ist einfach so geil, dass die halt jetzt mit ihren eigenen Dragonator haben sollen, sozusagen. Schon echt cool. Autsch. Direkt mit dem Schwanni an die gekriegt. Andererseits wäre das nicht schlecht, weil ich glaube, ich könnte dann auch mal endlich meinen Dingsbogen verbessern, meinen Kadachi-Bogen. Mein einzigster Donnerbogen, den ich aktuell habe, der ganz gute Werte hat. Stimmt, den müsste ich vielleicht mal farmen an der Stelle für den Kadachi-Bogen. Kann gut sein, dass ich den machen muss, offscreen. Nehmen lässt er sich auch nicht. Da sollte Resistenz drauf, aber vielleicht mit genug Schüssen. Nein, immer noch nicht. Sind echt gute Treffer dabei gewesen, aber. Soll wohl nicht sein. Halt komplette Resistenz wahrscheinlich gegen Lähmung. Und wahrscheinlich dann auch gleich in der Rüstung wiedersehen an der Stelle. Ich glaube, der flüchtet. Ja. Immerhin habe ich dir noch ein bisschen im Schaden gemacht hier. Aber die Erze mitnehmen, weil viele neue Erze auch dabei sind, die ich noch nicht hatte.
Und jetzt halt neu sind, weil Meisterwan, weil Sunbreak. Ich glaube, ich bin auch der einzigste Bogenschütze, der ab und zu mal auch die Nahkampfattacke bringt, weil es einfach gut Schaden macht. Aber die ist halt sehr riskant, dass wir uns den meisten sondern. Oh, da ist soweit. So, wenn er jetzt nicht so unbedingt seine Ulti raushaut und mich one-shottet, dann dürfte das jetzt eigentlich ganz gut durchkommen. Okay, das hat mir kurz Angst gemacht, weil es hätte auch die andere sein können. Und die hätte ich nicht ausweichen können, die wäre zu schnell gekommen. Ach komm. Greif mich so an, dass seine Hitbox gerade noch so mich trifft, bevor die Fallgrube zündet, ey. Gemeinheit, dieser Junge. Oh. Schläft hier der? Leg mal auf den Burschen. Nehme ich noch auseinander. Bevor der Timer durch ist. Ob ich dann jetzt noch springen kann und das in Skip machen? Ja, es reicht sogar noch. Wunderbar. Gut, dann würde ich jetzt noch ein Monster hier rauspicken, aus dem, wo wir noch machen dürfen. Und ich schau mal ganz kurz, ob ich denn jetzt meine Tobi-Kadachi-Waffe verbessern kann, weil die benutze ich ja sogar noch tatsächlich in meinen Bogenschieß-Sets als Donnerwaffe. Ich habe noch keine Randale-Waffen, mal kurz als kleiner Aufhänger. Ich habe keine Randale-Waffen, zumindest keine, die ansatzweise so weit sind, dass man sie wirklich viable nutzen kann. Sprich, meine Randale-Waffen sind, glaube ich, Randale 3 gerade mal. Und das gibt es Randale 6 oder so. Weiß es nicht. Auf jeden Fall deutlich höher. So, gucken wir mal. Rüstung mal anschauen. Die Rüstung sah eigentlich immer ganz nett aus. Ich habe so ein bisschen immer was von einem Abenteurer gehabt. Ich gucke sie mir mal kurz an als High-Rank-Variante. Muss die auch irgendwo hier irgendwo versteckt sein. Bin ich schon drüber? Ich möchte eigentlich mal kurz vergleichen, einfach nur. Agnoson, Lagombi, Azuros. Stimmt, die Pnahabra habe ich noch gar nicht gezogen. Habe ich keine Tobi. Doch, da ist sie doch. Mann, das hat aber lange gedauert. Okay, also ich fand die Rüstung, die sieht eigentlich ganz nice aus. Das ist so ein bisschen schön Abenteurer und ne, ein bisschen in der Schneegegend oder sowas. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie die Rüstung aussieht beim Master Rank. Das ist richtig Schneerüstung an der Stelle. Das ist richtig schöne Schneerüstung. Die gefällt mir gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Schauen wir uns mal die Effekte kurz an. Sprungmeister, Konzentration, kritischer Blick ist immer ein riesen Plus. Kritisches Element ist krass. Moment. Ich glaube, die baue ich mir. Können wir auch gleich mal als Vergleich machen mit den Lagombi. Prang weniger ab und finden harten ziehen größeren Schaden zu. Gut, Elementschaden ist erhöht mit Dings. Wenn du im Kampf fällst, genau, aus also dem Perforationsset ist das sogar, okay. Ist ziemlich gut. Ist sehr, sehr, sehr gut tatsächlich. Ich würde mal kurz als Vergleich einfach mal zeigen wollen. Das Set benutze ich aktuell. Hat auch kritischen Blick, hat immerhin auch Konstitution, hat Sprungmeister. Aber bei Dings passt ja wirklich alles. Das passt ja wirklich komplett an der Stelle. Also ihr wisst Bescheid, ich werde mir das farmen auf jeden Fall. Das ist die dritte Rüstung, die ich mir mittlerweile farme. Die erste war die Tsuchi, die zweite war die Lagombi und jetzt machen wir hier die Tobi-Kadachi Rüstung. Aber die hat halt einfach wirklich alles, was ich brauche. Das ist das Bogenset an der Stelle. Perforation habe ich Waffen und wäre durchaus sinnvoll. Ich glaube, die schiebe ich mir einfach schon mal als Wunschliste. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz die Waffen durch. Ich habe eine Kadachi-Waffe. Weiter unten hier. Und die braucht jetzt auch das neue Material. Okay. Die benutze ich an der Stelle. Für meine Hands gegen Viecher, die Schwäche haben.
Und das hat sogar noch eine höhere Stufe, wie es aussieht. Umschussaffinität. Ja, immer noch schnell, schnell, schnell. Alles klar. Katachi Katode brauche ich an der Stelle. Gut, wenn ich den sowieso ein paar Mal noch forme, dann werde ich den sowieso mal an der Stelle... Okay. Ja, dann habe ich nämlich eindeutig Ziel für die nächsten Tage, für die nächsten Stunden, dass ich mir das Katachi-Set mache. Ist ziemlich gut. Gefällt mir sehr gut von den ganzen Sets her. Kann wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren als neutrales Bogenset. Aber das hat halt eben schon diesen Elementarschaden hoch. Mit also mehr Crit-Chance und mehr Schaden hoch bei Crits mit Elementwaffen. Von dem her, ja, das nehmen wir mal mit, würde ich mal sagen. Und so, ich merke gerade, ich habe keine von den Lehmbeschichtungen mehr. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, was mir eventuell noch fehlt und was ich mir noch holen könnte und dass es mir so wirklich im Geldbeutel wehtut. Explosionsbeschichtung habe ich keine einzige. Wie kann das sein? Dann kaufen wir mal so 500. So. Okay. Habe ich die nicht in meinem Objektset drin? Schauen wir mal ganz kurz. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Habe ich nicht in meinem Set drin. Warum nicht? Mal kurz sortieren. Mal ganz kurz gucken, wo die ganzen Beschichtungen sind, ja. Okay. Mich wundert, wie gesagt, immer wieder. Manchmal. Ja, ist okay. Wundert mich, warum ich das noch nicht gemacht hatte. Naja, gut. Das wundert mich, weil eigentlich Explosion ist ziemlich stark. Naja, gut. Vergangenheit ist das, was war da los? Erzähl mal. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben Basarius, wir haben Yoratodus. Wir haben dann etliche Doppelquests. Basarius wäre eigentlich ein nettes Ziel für die Tobi-Kadachi-Rüstung mit der verbesserten Kadachi-Waffe. Ich schau mal kurz, welche von den beiden hat was in der Schwäche. Und den mit der Donnerschwäche mache ich als zweites erst. Basarius. Hat keine Donnerschwäche, hat eine Drachenschwäche und Wasserschwäche. Okay. Ist damit schon eher ein Ziel. Yoratodus hat die Elektroschwäche. Alles klar, Yoratodus, du kommst erst ran auf Screen. Oder vielleicht im morgigen Stream, je nachdem. Je nachdem, was zuerst kommt. Also, Basarius, als schöner Abschluss noch. Und ja, dann würde ich dann ganz entspannt abklingen wollen den Tag, beziehungsweise den Monster-Hunter-Tag, wenn man das ganz korrekt sagen will. Okay. Dann habe ich mir die Lagombi komplett umsonst an der Stelle gefarmt. Tobi Kadachi Set, das all meine Wünsche erfüllt, inklusive denen, wo ich noch nicht wusste, dass ich die habe. Aber ich muss mal tatsächlich schauen auf Screen, ob die genug Slots hat, dass ich nochmal Sachen reinbauen kann, wie Schwächevorteile und noch weitere Perforationen und sowas. Das kann ich auch jetzt schon mal kurz machen, komm. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ob es jetzt die Leute nervt oder nicht, ist mir gerade wurscht. Einser Slot, eine Vierer Slot. Stimmt, Vierer Slots sind jetzt mittlerweile ein Thema in Sunbreak. Ein Dreier Slot ist gut. Noch eine Vierer Slot, eine Zweier Slot. Okay. Also durchaus brauchbare Slots. Die oberen von dem Headgear würde ich an der Stelle gleich verbraten für, sei es Blitz oder Flut oder irgendwas, also den Elementschaden verbessern von den Waffen. Ja, okay. Ja, gut. Nehme ich mit. So, letzte Runde. Basarius, let's go. Bin sehr gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ist ein langsameres Ziel, hält allerdings sehr viel aus und hat leider auch den bösen Nebeneffekt, dass er auch gut austeilen kann dadurch. So. Schauen wir mal. Auf der Map, okay. Der ist da zwischen der 10 und der 9, meine ich, an der Stelle, wenn ich das jetzt nicht gerade verguckt habe. Ja, da war der 8. Ah, ich teleportiere mich rüber, das dauert sonst zu lang.
Aber ich merke das. Ich merke das wirklich bei den Augen. Das ist eigentlich relativ selten, dass ich als Videospiel-Konnoisseur irgendwann mal sage, zugeben muss, ja, meine Augen brennen ein bisschen, die zittern ein bisschen, die sind ein bisschen gereizt. Und da soll ich mal gucken, dass ich ein bisschen auf die Bremse trete heute. Deshalb spielen wir Monster Hunter. Weil Monster Hunter entspannt mich. Es war unbeabsichtigt, aber netter Nebeneffekt. Ja, meine Waffen werden jetzt nicht die mega Schaden produzieren bei dem Boy. Aber passt schon. Ich habe auch keine Waffe, die mega Schaden produzieren würde jetzt an der Stelle. Und ein bisschen auch spekulieren darauf, dass ich genug dauerhaften Schaden mache. Dass es nicht zu wichtig wird hier mit dem. Ah, in dem Moment, okay. Ich mach den Angriff. Muss ich mal kurz aufpassen. Oh ja, Basarios ist ein langsames Ziel. Macht jetzt diese Rollattacke. Weiß auch nicht mehr ganz genau, was man alles beschädigen kann aus dem Kopf und seinem Rücken. Aber das ist eigentlich der Fokus von mir. Ein bisschen eher die Flügel tatsächlich. Keine Ahnung. Einfach eins von den Dingern weggeräumt. Wie frech ist das denn? Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Tobi Kadachi Rüstung so eine richtige. Ich hab Bock auf Waldläufer, auf Bogenschütze Rüstung ist. Das ist geil. Macht mich auf jeden Fall happy, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht unbedingt verglichen tatsächlich mit dem Set vom High Rank. Jetzt geht den Grafikbooster aus. Den armen Boy. Geh ich nochmal her und lass ihn noch Medikbooster ausgehen. So, wir machen mal mit dem Schaden. Geh uns so gehen erstmal. Übrigens auch ein geiles Monster, finde ich, zum Üben von diesen Guard Points bei Energieklingen und so. Ich glaube, Leute, die Energieklinge spielen wollen, die profitieren richtig von diesem Viech. Weil er ist langsam, er ist träge und er hat einigermaßen leicht zu durchschauende Angriffe. Und zum ersten Üben ist das schon geil. Wenn man dann. Aber dann mit dem Viech fertig ist, dann sollte man eigentlich fast schon direkt zum schwarzen Diablos übergehen. Nein, da kann ich nichts mehr machen. Direkt zum schwarzen Diablos übergehen, weil das wäre das krasse Gegenteil. Also schwarze Diablos ist so dermaßen schnell und unaufhaltbar zum Ausweichen. Deshalb sollte man eher gucken, dass man den an der Stelle abwehrt mit seinem Schild. Und dann am besten auch noch mit den entsprechenden Guard Points, dass es keine Ausdauer braucht und keine Schärfe braucht, oder so gut wie keine Schärfe. Also ja, ich hatte meinen Spaß auch mit der Energieklinge. Im Moment habe ich mich dann irgendwann mal doch eher geeinigt auf Schwert und Schild. Aber ja, Energieklinge ist eine geile Waffe. Kann ich eigentlich jeden ans Herz legen. Ist ein bisschen anstrengend zum Spielen für den Anfang, wenn du nicht solche trägen Waffen gewohnt bist. Aber von den trägeren Waffen, also mit Breitschwert und so weiter, finde ich den eigentlich relativ schnell. Und durch die zwei Modis hast du genug Flexibilität auch drin, dass du dann, wenn du merkst, okay, du kannst gerade Damage machen, dann wechselst du auf die Axtform. Wenn du gerade ein bisschen am Hinterherhecheln bist und ein bisschen, na, weil man nicht ganz weiß, in welche Richtung geht jetzt gerade die Richtung, die Jagd, dann kannst du auch nur trotzdem das Schild und Schwert die Form nehmen und kannst ein bisschen erstmal tankig unterwegs sein und versuchen erstmal grobe Orientierung zu gewinnen, sozusagen. Schon wieder eingeschläfert, wow. Meine Jungs schläfern hier gerade ganz, ganz schön ein hier. Vergiftet?
Bock, da irgendeine Pestfähigkeit gerade dran oder sowas. Ja, ich gehe auch auf die Steine, weil die machen ja trotzdem ein bisschen Damage. Mit der Tobi-Kadachi-Rüstung würde ich jetzt unterstellen, noch mehr Schaden machen bei dieser harten Panzerung. Weil das ist das, was die an der Stelle meinen, dass zum Beispiel ein Teil von den Schaden dann nicht mehr reduziert wird, obwohl die Rüstung entsprechend hart ist. Was ja im Moment der Fall ist, warum ich da zwischendurch nochmal nur sieben Schaden mache an manchen Positionen von dem Vieh. Und ja. Aber so, jetzt mal tatsächlich deflektetes Zeug. Das ist schön. Da auch jetzt immer wieder das. Ich hab ja vorher noch erzählt, wie ich Monster Stories gespielt habe. Und ich kenne mittlerweile die Pose von Basarius, wenn er sich vorbereitet für seinen fetten Laser. Kenne ich mittlerweile ganz gut, weil dann muss man die auch abwehren zwischendurch im Spiel. Ah, das wird knapp, glaube ich. Ich kenne halt seine Attacke im Wutzustand nicht mehr so gut. Mhm. Aber ist eigentlich ein recht angenehmer Zeitgenosse. Zumindest fürs erste Kennenlernen auf jeden Fall. Rücken ist gut beschädigt. Aber die Arme sind immer noch gut, Alter. Was ist da los? Eigentlich einer ist meine Hauptziele gerade. Wahrscheinlich, weil er sich so viel dreht, dass ich gar nicht richtig meine Schüsse platzieren kann, gerade auf seine Arme. Und dann hat er wieder seine Rollattacke. Ja. Sagt ihm, dann kennt man mal seine ganzen Animationen von den ganzen Monstern. Keine Ausdauer mehr gehabt. Ich kann nur hoffen, dass ich noch rechtzeitig rauskomme. Meine Hitbox weit genug entfernt ist, als dass mich das Ding nicht trifft. Oh, der flüchtet jetzt, ja. Der ist so lethargisch an mir vorbeigestampft, da. Und fast schon klar, dass jetzt nicht mehr viel geht. Ah, komm. Bisschen Damage. Ja, schade. Bin allgemein ein riesen Fan vom Bogen, wie er ab Monster Hunter World wurde. Viel flexibler, viel dynamischer, viel. Macht viel mehr Spaß. Ich habe zwischendurch mal einen Bogen gespielt in dem klassischen Monster Hunter, wenn man so will. Aber abgesehen von Beschichtungen draufsetzen, dann Knopf gedrückt halten, bis man irgendwann mal die dritte Ladung hat und die dann loszuballern. Ja, das hat leider nicht so viel Spaß gemacht, hat nicht so viel interessiert. Man hat hier immerhin mal so einen kontinuierlichen Schuss und ladet dann gleichzeitig seine. Ladet die Ladung dann gleichzeitig für die verschiedenen Schüsse, für entsprechend mehr Damage und alles. Und ja, es war beim klassischen Monster Hunter ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen nervig. Mhm. Er wollte den Laser einsetzen, aber jetzt hat er keine Puste mehr. Dann lang die Ausdauer aus. Und leider diktiert die Ausdauer von den Viechern. Ah, der Catsinator hat leider nicht getroffen. Schade, schade, schade. Aber vielleicht hat er einen zweiten gleich parat. Wenn er nicht trifft, dann setzt er ihn eigentlich relativ schnell wieder. Aber die Arme von ihm waren jetzt gerade nicht hier. Okay. Ich glaube, der hat mich gerade ein bisschen gerettet mit der Blitzbombe hier. Was ich vermisse auf jeden Fall im Vergleich zu meiner High-Rank-Rüstung ist die vierte Ladung. Die habe ich gerade nicht. Okay, nice. Katze ist happy. Wenn er leider auch nur an der Stelle raus aus dem Boden ist. Nicht irgendwie umgeschmissen, wie das normalerweise eigentlich wäre. Ja, den muss ich jetzt mal ein bisschen bremsen, dass er nicht diese Rollattacke die ganze Zeit spammt. Das könnte er jetzt machen. Und so ein bisschen auf den Bauch zielen, damit er, weil er da seine Schwäche hat jetzt. Ja,
Und wieder mit einem riskanten Nahkampfangriff. Haha, hat sogar geklappt. Oh, wer bist denn du? Ah, Barov. Der Baros. Barosü. Ah, habe ich auch was vor kurzem gejagt, tatsächlich. War gar nicht so leicht. Einfach nur wegen seiner fetten Rüstung wieder. Weil sie eine fette Panzerung haben. Laser! Okay, ich hatte kurz Angst. Laser! Leider dauert das etwas länger als beim Basarius im Vergleich zu Rajang zum Beispiel. Oh, da ist er ausgewichen, indem er aufgestanden ist. So, noch eine Runde auf dem Barov. Da dürfte es eigentlich fast schon das gewesen sein, weil ich habe schon recht viel Damage rausgehauen als... Bam! Und jetzt einmal hier schön die Ulti zünden, absteigen, das Loot einsacken. Gib mir Loot. Was heißt Cortex? Okay. Ich bin auch für die Rüstung gespannt auch von Basarius. Nicht, dass ich den großartig bauen würde, weil ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal meinen Tagen als Energieklingenmann ein bisschen abgeschworen. Bin zu Schwert und Schild rübergegangen. Da ist der Fokus halt doch eher auf Elementarwaffen und sowas. Alter, heute ist aber viel Einschläfern am Plan hier. Ey, läuft. Und. Ja, noch nicht so weit, wow. Na gut, er hat auch HP wie sonst was. Alter. Na, jetzt können sie aber langsam so weit sein, wenn er schon. Der Kater schon meldet, dass er leider schwach ist, der Gegner. Ich kann ja überlegen, ob ich da mal eine Falle setze jetzt hier. Hm, da ist gar nicht mehr. Oh! Der beeinflusst sogar, während er da unten verbuddelt ist. Das hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm. Hatte ich jetzt einfach nur wild geraten. Ich habe eigentlich eher erwartet, dass die Falle jetzt an der Stelle am Arsch ist. Weil er die von unten dann kaputt gräbt oder sowas. Aber okay! Hat funktioniert. Bin happy. So. Schauen wir uns nochmal die Basarius-Rüstung an. Bin mal gespannt. Tatsächlich. Ein ziemlich flüssiger Stream mal wieder gewesen an der Stelle. Das kann ruhig öfters passieren, finde ich. Ist echt gut gewesen, sowas. Ein gutes Gefühl. Ja. Und vielleicht mache ich das jetzt auch ein bisschen häufiger. Ich werde jetzt wahrscheinlich bis zum Urlaub noch mal ein paar Streams machen. Dann hast du im Stream sowieso, also im Urlaub werde ich dann sowieso nicht mehr streamen. Dann das wieder zum August. Ja, von dem her mal gucken. Ein dringender Bericht von Bari. Agaran Golem ist an der Stelle da. Das passt mir eigentlich ganz gut, weil das wäre da so ein richtig schöner Aufhänger für das nächste Mal über Stream. Ich denke mal, morgen wird das tatsächlich sein. Das mit den Garan Golem testen, das ist das erste große neue Viech an der Stelle von der Erweiterung. Und ja, das wollen wir uns mal an der Stelle anschauen. Ich will jetzt einfach mal die Rüstung abchecken, dann noch mit einigen PCs reden, dann in aller Ruhe mal abklingen lassen den Abend für heute. Und ja. Genau, das Bazarios-Zeug brauche ich nicht. Ultimas-Kristall, keine Ahnung, wofür das ist, aber ich denke mir, dass es da irgendwelche besonderen Waffen gibt, die ich zwar craften kann, aber dafür besondere Materialien brauche, die ich halt eben nur über diese Nebenquests kriege. So. Die Zitadelle. Das ist auch ein neues Gebiet vor allen Dingen. Also das ist, da bin ich auch sehr gespannt. Da Garan Golden. Hat so ein bisschen was von Rajang meets... wie heißt der? Mit diesem Schleimfäusten. Asarius? Nein, Quatsch. Ne, weiß nicht mehr. War auf jeden Fall blau und hatte grünen Schleim. Und hat Little Mac mäßig gekämpft. Dann haben wir auch dann Stufe 3. Meisterrang 3 Quests, alles klar. Na dann. Ich habe keine Fallen mehr.
Fallgrube. Anscheinend habe ich keine mehr. Weil mein Objektset ist so befremdlich leer. Und Dungbomben habe ich auch keine, wie jetzt. Komm schon, verarsch mich nicht, Jungs. Ja, guck mal, wie viel Shit ich bei mir im Lager habe. Buchstäblich, wie viel Shit ich da habe. Okay, ich habe aber einfach nur auf 8 gesetzt anstelle bei dem Set. Alles gut. Ja gut, Basarius-Rüstung. Noch kurz anschauen. Kurzzeitgedächtnis, wie ihr sieht, wie gesagt. Heute ganz, ganz gut unterwegs. Also gar nicht. Sieht halt wie jede Basarius-Rüstung aus. Einfach fetti-Rüsti mit möglichst viel Defense und Blockmöglichkeiten. Alles klar. Scheint vom Set her so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Gunlands? Ich hätte mal Gunlands jetzt mal spontan gesagt, gerade wegen dem Nachlandetempo. Ist auch für Gunlands, hoffe ich, oder? Wahrscheinlich sogar das Laden von Bogengewehren. Ja, okay, könnte auch Bogengewehr-Sets sein, aber dann. Schnelle Schärfe macht dann keinen Sinn, Blocken macht keinen Sinn. Ja, gut, Blocken kann man ja auch mit dem schweren Dings und Verteidigung auch. Okay, Patronenlader könnte jetzt hier Dings wahrscheinlich sein, ja. Gewehrlanze und Energieklinge, okay. Aber es wäre ein Gewehrlanze-Set, meiner Meinung nach. Aber ist gut. Ist gut. Jetzt gucke ich nur mal ganz kurz als Vergleich, weil ich einfach einer dieser schrecklich neugierigen Burschen bin. Was war denn das Tobi-Set? Das hatte auch schon ziemlich gute Sachen, okay. Das hat geistiges Auge gehabt, was war das nochmal? Das war das mit dem Abprallen, okay. Hätte ich wissen können. Hätte ich wissen können, aber ja, da müssen wir an der Stelle. Da habe ich ein bisschen was vor. Das erste Ding kann ich mir schon machen an der Stelle. Aber ich glaube, ich gehe erst auf die Waffe. Und dann gehe ich erst auf die Rüstungsteile. Mal sehen, ob ich das hinkriege morgen. Ansonsten bleibt einfach mal gespannt. Kann auch sein, dass wir morgen noch ein bisschen Tobi Kadachi farmen müssen, weil ich dann noch die Rüstung gerne haben will. Rüstkugeln habe ich gerade genug, aber die Rüstung wäre nicht schlecht. Na gut, dann schließen wir mal für heute ab. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Hoffe, ihr habt bis jetzt die Woche gut überstanden. Hoffe auch, den Rest der Woche übersteht ihr gut. Und schreibt sich im Discord, man sieht euch im Discord. Könnt ihr auch gerne mal mitmachen an der Stelle beim Huntern. Wahrscheinlich seid ihr selber gerade noch beschäftigt mit euren eigenen Sachen. Wenn ihr mal mitmachen wollt, einfach Bescheid geben. Habe ich eigentlich ein offenes Ohr für im Discord. Und in dem Sinne, euch einen schönen Abend. Macht's gut und ciao, ciao.